Nochmal ein Beispiel zu Menschen. Wenn du einen Lebenspartner hast über viele Jahre, ihr seid ein Paar, ein Pärchen, dann kennt ihr ja auch andere Menschen, die ein Pärchen sind, man ist befreundet mit denen und irgendwann so alle paar Wochen kommt ein Pärchenabend. Also das ist für die Männer die Hölle. Ne? Kurz vor Guantanamo, alles wollen wir, nur keine Pärchenabende. Aber wir halten durch. Denn wir Männer wissen, du musst es nur bis in die Kneipe schaffen. Und dann dauert es 5 Minuten, dann sitzen da die 3 Männer und da die 3 Frauen. Dann wird der Abend schön, du fragst dich zwar, wozu hast du die mitgebracht, aber es wird ein schöner Abend. Alle sind auch damit happy, diese 3 Paare sind glücklich in dem Moment. Jetzt kommt aber nach 3 Stunden eine 7. Person mit an den Tisch. Und diese 7. Person ist so ganz zufällig so ein 1A unkastrierter Mischlingsrüde, so eine Kategorie Brad Pitt, George Clooney. Du willst ihn eigentlich direkt schlagen. Ja? Aber es hat sich gesellschaftlich nicht durchgesetzt. Also weißt du, es klingt nicht sehr sexy, wenn du ihn sofort attackierst. Du hast aber eins im Kopf, du musst dem Typen jetzt klar machen, mein Weibchen. Du willst sie in irgendeiner Weise markieren. Eigentlich willst du drüber pinkeln, aber auch das hat sich nicht durchgesetzt. Ja, aber du willst es im Grunde. Ne? Und deshalb musst du dem Typen sagen, hier, meine. Und dann geht mancher Mann hin, zack, das Weibchen in den Arm. Ein Schmatzer auf die Wange hier. Mein Weibchen. Das Doofe ist nur, in der Sekunde strampelt die sich frei. Sag mal, bist du bekloppt? Jetzt hast du 3 Stunden nicht mit mir geredet. Hau ab! Das ist also biologisch keinesfalls funktional. Denn der andere Rüde checkt jetzt, die haben Streit, da geht was, da bleibe ich doch ein bisschen, ja? Und weil wir Männer des 21. Jahrhunderts wissen, das ist biologisch nicht funktional, haben wir uns zu feingeistigen, hochsensiblen Wesen entwickelt. Ja, das heißt, ja Männer, oder? Ha? Wir sind feingeistig und hochsensibel in der Kommunikation. Wenn dieser Typ jetzt mit an den Tisch kommt, dann lächelst du deine Frau an. Deine eigene Frau. Du lächelst deine Frau an. Eure Blicke treffen sich und du merkst, der Zauber ist wieder da. Und die Herzen fliegen einander zu und du schaust sie an, du schaust sie intensiv und lange an, sehr, sehr lange. Denn du weißt, solange ich sie angucke, kann sie ihn nicht angucken. Und du merkst, die Magie ist zwischen euch unbändig. Und dann kommt dieser Moment, du nimmst eine Strähne ihres Haares und packst sie hinter ihr Ohr. Ja, okay, es ist nicht Liebe, es ist Brutpflegeverhalten, streng genommen. Ja? Ich meine, das ist ja so ein vertrauter Akt, da sagst du dem Typ sofort, hier mein Weibchen, die putze ich, wann es mir passt. Das würdest du nie mit einer fremden Frau tun. Du gehst doch nicht ins Restaurant, hören Sie mal, Sie haben die Haare strubbelig, kommen Sie mal eben her. Ja? Das heißt, du hast dem Typen erklärt, du kannst dich auf den Kopf stellen, hier, die putze ich, pflege ich, wann es mir beliebt. Die Männer übrigens, habe ich festgestellt, sind sogar so sensibel geworden und so feingeistig, dass die in der Lage sind, das Weibchen verbal zu markieren. Was sagt er zu seiner Frau, wenn dieser Clooney an den Tisch kommt? Sofort zu ihr. Nein, nicht Schatz, bitte nicht Schatz. Das ist so plump, dann pinkeln sie lieber an. Das ist wenigstens lustig, ja? Mach es nicht. In dem Moment hörst du den Mann sagen, hast du unseren Haustürschlüssel eingepackt? Weißt du, hier, Alter, wir leben in einer Höhle, kannst du dich auf den Kopf stellen, ich habe einen Schlüssel dafür, ne? Die sperre ich ein im Zweifel, ja? Das heißt, es ist eine völlig klare Ansage, Markierverhalten, das ist meins. Das Doofe ist nur bei Säugetieren, immer dann, wenn irgendeiner sagt, das ist meins, gibt's Ärger. Der andere sagt ja nicht, ach ja, pff, klar, komm, dann gehe ich wieder, nee. Mal dir doch mal aus, was hier los gewesen wäre. Wenn nach der Pause die komplette letzte Reihe gedacht hätte, komm, zweiten Teil machen wir, erste Reihe. Hölle, 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 kann ich nur sagen, ne? Und das ist wirklich verrückt, dass deshalb auch viele Menschen zu mir sagen, Herr Rütter, mein Hund, der benimmt sich so, als wäre das sein Haus. Wie als wäre? Das ist doch sein Haus, ja. Ernsthaft, die Leute geben mir einen Verhaltenskatalog mit, was ich mit dem Hund zu tun und zu lassen habe, wenn ich die besuche. Ja, ich komme dann Freitag 13 Uhr, komme ich zu Ihnen, ne? Ja, Freitag passt super, 13 Uhr, klasse. Ja, ich klingel dann. Nee, ich klingel viel zu laut für den. Ja, dann klopfe ich. Nee, ich klopfen, da rastet der aus. Ja, wie soll ich mich denn bemerkbar machen, bitte? Kommen Sie bitte hinten durch den Garten. Dann komme ich wirklich durch den Garten, dann nehmen mich Menschen in Empfang, führen mich zum Haus, da steht ein Hund auf der Terrasse, starrt mich an, gucken Sie nicht in die Augen, da fühlt er sich provoziert. Ja, okay, bringen Sie mich bitte ins Wohnzimmer. Dann führen die mich ins Wohnzimmer, ich will so vorsichtig mit dem Hintern auf die Couch. Nicht auf seine Couch, das kann der schon gar nicht aushalten.
Dann torkelst du da durchs Wohnzimmer. Ja, wohin denn? Bitte nicht Richtung Küche, da ist ein Napf, der ist total futteraggressiv. Kommst du wieder zurück? Kommen Sie mir nicht so nah, da wird der eifersüchtig. Was kommt denn als nächstes? Hier, bitte Ihr Sauerstoffgerät. Atmen Sie nicht seine Luft weg oder wie? Die haben einen 10-Kilo-Köttel zu Hause und die ganze Welt dreht sich um den Hund. Du kriegst doch keinen 10 Wochen alten Welpen nach Hause und der stellt sich sofort in Hausschuhe. Hier kommt keiner mehr rein. So benimmt er sich doch erst, wenn du den 3 Jahre systematisch versaut hast.